Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Verwirrende Fragen stellen. Was ist das? Ich möchte wissen, was 1 plus 1 ist. Ist die Frage und ich sage, warum kaufen wir Bananen? Das ist es. 1 plus 1 ist die Frage und ich frage dann einfach völlig random, warum brauchen wir 2 Bananen? Die ergibt gar keinen Sinn, die Bananen. Ich übernehme jetzt mal kurz das Zepter. Oh, nee. Nein. Also, okay, Alter. Elias ist das 4. Mal hintereinander. Nein. Dann rastet der aus, Digga. Dann mein Hate-Tweet gegen das Spiel. Nein. Es ist Zeit, es ist angerichtet. Ich brauche jetzt eine Reaktion. Ich brauche den Clip. Ja, Elias ist das 4. Mal, Digga. Ich merke das schon. Ja, komm, kill mich. Bitte. Lass mich in deiner. Ja. Du Huch! Das ist schon wieder, ihr kleinen Söhne. Guckt's euch an. Ich sag dieses Wort nicht mehr. Ich bin kinderfreundlicher Stream. Du Hurensohn. Du kleiner Nuttensohn. Du kleiner. Wusstet ihr, dass Melina SSIO führt? Die hört aggressive Musik, wenn sie früh morgens in die Grundschule fährt. Ich bin der erste Rapper mit dem Hand und Messer. Ist er betrunken? Hohe Michael Christian! Clippen One-Tap jetzt. Oder? Spike, mach Meter. Kannst du schwimmen? Bleib ruhig, Spike! Ey, warte mal, Spike ist gleich tot. Spike! Nein! Only one, okay. Du wirst es nicht bereuen, dass ich abspiele. Ich drauf. Jetzt laggy. Ich war in der Mitte, Chat. Don't go operator, you are trolling, bro. I have a good feeling this round, bro. Yeah, you're trolling. Nehme ihn diese. Stellt euch eurer Angst! Nein. Mach bitte einen Meter nach vorne, also. Ja, bitte. Ja, Bruder, wieso rennt die dazwischen, Mann? Oh, mich dreht. Gut. Gut. Return the game, leave the game. Nutten. Bevor wieder alle jetzt sagen, Eli, du hast einen Führerschein und keine Ahnung was, bla. Ja. Das ist es. Antwort abgeben. So, das ist es. Das wird's gehen. Das wird's sein. Diese Antwort war leider falsch. Ach so, nice. Gefahrenbremsung würde ich sogar nicht mehr machen. Wir machen mal. Perfekt. So ist es richtig. Ach Gott, was? Es sind 2 oder 3, Chat. Ich meine 3. Ich mach 3. Ja, Noten. Antwort 1, Anhänger. Essenbruch. Das obere ist falsch. So. Auf regen Fußgängerverkehr besonders achten. Auf regen Fußgängerverkehr. 11 Meter. Es ist 11 oder 12,5. Es ist 11 oder 12,5. Das ist so lächerlich, Digga. Es ist 12,5. Wie weit muss man beim Parken außerhalb vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht beantworten. Und ich sag euch jetzt mal was, okay? 80% der Leute wissen es auch nicht. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Krieg ich noch die Antwortoptionen? Nein. Andreaskreuz, 5 Meter. 5, sagst du? Okay. 5. Ciao. Nummer 1. 15 Meter. 15, gut, habe ich registriert. Ciao. Ich sag einfach mal 15 Meter. Okay, 15, registriert. Gut. Karim, ciao. Es gibt da so eine einfache Faustregel. 150 Meter. 150? Mhm.
Wahrscheinlich so 100 Meter oder so. Okay, gut. Willi 5, Sascha 15, Karim 15, Melina 150 und Micky 100. Die Antwort ist 50. Ja, das war so klar, Digga. Die richtige Antwort 50, fickt euch. Verzögerte Reaktionszeit. Es ist eine verlängerte, das ist eine Fun-Frage. Verlängerte Reaktionszeit. Hä? Eine Fun-Frage, Chat. Eine Fun-Frage! Nö, nee, es ist ja schon spät. Es ist schon okay. Ja. Eine Sekunde auf dem Lacan. Alles anspannen. Es ist gleich zu Ende, ich weiß. Lacan nicht vorbeilassen. Mach Meter, Maximilian! Auf Monaco, Maximilian! Ellbogen raus! Digga. Nice gelöscht. Digga, das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Wo findet man das rot-weiße Andreaskreuz? Digga, ich kann dieses Andreaskreuz nicht mehr sehen! Luft anhalten und weiter. Was ist denn jetzt los? Hey! Konzentriert euch jetzt mal, Mann! Hinsetzen, Musik aus. Ingo, schließ die Tür bitte. Hat dir irgendjemand was zu sagen? Dann jetzt. Habe ich mir gedacht. Ihr habt nichts zu sagen. Wenn ihr keine Lust auf Fußball habt, dann sagt mir das doch einfach vorher. Dann mache ich mir einen schönen Urlaub, nehme ich meine Frau, meine drei Kinder und fliege mit denen nach Bodrum. All inclusive Hotel, 600 Euro. Ach, ich hab mir hier so eine Scheiße anzutun! Findet ihr das cool? Sydney hier, weiß ich nicht. Frauenfeld. Bekomm mal das alles in den Griff. Eli, herzlichen Glückwunsch mit deinen scheiß Followern. Deine Follower kannst du dir in deinen Arsch stecken. Enos, so wird's nie was mit einer Frau. Tolle Leistung von Sydney. Hör auf, Sydney. Was ist denn das schon wieder? Kann ich mir denken, warum du da das Interview geführt hast? Wer sitzt denn da vor dir? Guckt euch das an. Krieg's in den Griff, Sydney. Sagen wir Krisch? Krisch geht an die Schwester? Ja. Alter, Chef, der dürfte doch meine Mutter bügeln. Seid denn jetzt, hallo? Irgendwas sagen, sonst miaust du doch auch immer. Mach deinen Fuß da nicht so hin. Sag den Leuten was. Irgendwas? Ich gebe dir noch 5 Sekunden. Wenn du was zu sagen hast, dann jetzt. Ich schwöre, manchmal miaut er eigentlich. Ach, jetzt schlägt er. Nicht schlecken! Was sagen? Auf katzig. Body Mass Index. Ich weiß es. Gewichtheben. Ganz sicher. Was? Ich weiß es. Nein. Ich dreh's. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Digga, es kann alles sein. Schneckenhäuser würde ich nein sagen, der Rest kann sein. Ich hab voll das gute Gefühl bei Finger. Eiskunstlauffiguren. Okay, krass. Oh. Was kommt denn? Dieser Anrufer! Ivan der Unbrecht uns Chat. Ivan der kleinen. Ivan! Digga, wieso höre ich nichts? Ich höre keinen Ton! Ha! Desktop. Nein! Nein. Das bin ich. Gib mir meine Flasche, großer. Und dann hier, ein kleiner Joke, hä? Wie sieht's aus, ein kleiner Joke, hä? Eli! Was geht? Ich hab gerade was Cooles gesehen und das wollte ich dir schnell sagen. Ich freu mich. Oh Gott, was denn? Ich habe doch immer die Rezepte von Kikis Kitchen nachgekocht. Mhm. Also ich liebe sie ja. Und ich habe gerade gesehen, dass sie mir folgt und ich freue mich gerade richtig. Nichts. Schreib ihm mal, hey, wie geht's? Nein, schäme mich. Schreib ihr, hey, wie geht's, Sis? Tschüss. Schreib ihr, hey, wie geht's, Sis? Eli. Ja doch. Und deswegen hat sie mich angerufen. Ich bin gerade dabei zu arbeiten. Ich arbeite hart. Ich habe heute schon einen Imposter-Win. Oh, Imposter-Win. Okay, ja. Cool. Brup, brup. Es ist ein Spiel, was höchstwahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingeht. Warum, fragt ihr euch? Warum wir? Warum ihr? Der Tag, an den eure Eltern nicht verhütet haben, ist der Tag, den wir hier alle feiern sollten. Und für Sydney und Eli und Jordan ist das heute mehr als nur persönlich. Das ist so, als wenn ihr gegen eure Ex-Freundin spielt und sie euch aber irgendwie betrogen hat. Mit so einem besoffenen Knechten auf einer Homeparty, wo sie meinte, brauchst du keine Sorgen machen, Schatz, ist nur ein Freund. Melle. Melina!
Nick! Jessic? Eli, jubel, Eli, jubel! GG! Und das ist Fußball. Big City Life, mit Chef, forget my. Ich mach jetzt so einen krassen Headshot. Aha! Viper, bist du Deutsch? Mama, Mr. Pasta, you speak Deutsch? Sprichst du Deutsch? No. Perfekt. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Sie spricht kein Deutsch. Boy or girl, bro? Boy or girl? Nein, hört auf, Digga. Lass sie sich konzentrieren. Ich kann nicht mehr. So, Mama, Pizza, you go. Sie haben wohl nicht etwa geglaubt, dass das er ist ein Mädchen. Where are you from? Hilly, ich werde dich gleich blockieren. Ich schwöre auf alles. Ich werde dich gleich blockieren. Okay. Ja, okay. Hör auf jetzt, Digga. Konzentrier dich. Ja.